Willkommen zurück zu Stronghold Crusader HD mit mir, Peter Bus von Creed.de. Wir schauen heute mal, ob ich eine Armee kriege, die groß genug ist, um dem Wolf den Garaus zu machen. Wir haben ja schon einiges vorbereitet. Aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ich denke, wir können noch einen Speermacher. Konstrukteur-Menschen bauen. Das sollte hinhauen. Sind eigentlich nahrungstechnisch setzen wir mal noch eine Weizenfarm. Und eine Hopfenfarm, damit wir noch ein bisschen mehr Geld einnehmen können. Hierhin. Sonst kriegen wir nirgendwo eine unter. Für eine Hopfenfarm eine können wir einen Brauer machen. Den setzen wir hier drüben dran. In die Nähe von den Waffen. Was soll da schon schief gehen? Die Taverne kommt selbstverständlich wieder in die Nähe der Arbeitslosen. Selbstverständlich. Dann können wir wieder Stein verticken. Davon haben wir genug. Brauchen halt viel Kanonenfutter in meinen Augen. 141 Ritter, Jesus. Schauen wir mal, wie viele wir wirklich brauchen werden, um hier oben reinzuruhen. Oh, vielleicht sollte ich direkt nach dieser Armee losmarschieren. Wenn wir die an meiner Verteidigung aufbranden lassen, dauert es wieder einen Moment, bis er sich hier nachgerüstet hat. Also wäre das ein guter Moment, um vorzurücken. Dementsprechend werden wir jetzt mal direkt aufrüsten. Ach nee, das geht nicht. Die kann ich nicht per Doppelklick bewegen. Dann holen wir uns noch ein paar Ingenieure. Einige Tunnelbauer. Und hier von denen holen wir uns nichts. Denke ich mal. Lassen wir die Truppe hier erstmal in Ruhe marschieren. Trefft ihr da irgendwas? Jawohl. Ah, das klingt einfach so brutal. Da bleibt nicht viel übrig, um dein Belagerungsgerät zu bauen, Kollege. Klatsch. Ah, jetzt erwischt es nur noch den Pikinier, das ist natürlich schade. Der rüstet natürlich auch schon immer auf. Hier unten werde ich versuchen, mit Katapulten zu erreichen, was zu erreichen ist. Wir können ein paar Schwerter verkaufen. Sonst kriegen wir am Ende noch Goldprobleme. Das wäre es ja noch. Aber so viele Soldaten sind das hier gar nicht. Die der da anschleppt. Ready, was ist denn, wenn wir von hier aus einen Tunnel graben? Nein, wo können wir denn den Tunnel graben? Wo geht das denn? Ab wo geht? Ab hier geht das. Wunderbar, dann fangen wir unten direkt an mit Tunnel graben. Also ich würde eh sagen, wir rücken ungefähr bis hierhin vor. Hier positionieren wir uns. Und so weiter und so fort.
Erstmal die Armee abwarten. Stein haben wir wieder ohne Ende. Rausverkaufen. We stand ready. Weapons needed, sire. Shot! You can count on us. Recruits needed, sire. Na komm schon, sind doch alle da. A message from the wolf. Soon you will see what it means to wage real war. Ja, das wollen wir mal sehen, ob ich das sehe oder ob du das siehst. Was das bedeutet. Oha. Es wurde fertiggestellt. Und im Grunde sofort zerstört. Aber er hat es geschafft, Lagerungsgerät zu bauen. Ziehen wir mal wieder zu in sich. Sicherheitshalber. So, versucht ihr jetzt noch anzugreifen oder lasst ihr euch da einfach vernichten? Ah, sie versuchen es noch. Wer weiß, vielleicht klappt es ja am Ende doch. Da bleibt nicht viel übrig, bis sozusagen gar nichts. Pikiniere sind vielleicht ein besseres Kanonenfutter als Speerträger. Aber wir schauen mal. So, okay, hier gerade ein Safe reinschmeißen. Das beschreiben wir jawohl. Und dann rekrutieren wir noch einmal durch. Schnappen uns jetzt unsere 186 Ritter. Die stellen wir oben ab. Dann nehmen wir hier unsere Armbrustschützen. Stellen wir ebenso hier oben ab. Und hiervon. Die bewegen wir auch schon mal hierher. In der Hoffnung, dass die Ballisten da nicht gut runterschießen können. Das werden wir jetzt herausfinden. Indem wir unsere Speerträger schon hierher bewegen, die ja ein bisschen schneller sind als alle anderen. Und unsere Ritter stellen wir einfach mal hierher. So, als Gleitschutz. Währenddessen produzieren wir eifrig nach. Unsere Sklaven. Nein, die machen wir besser nichts. Geht eh nur wieder schief. So, da bewegt sich die kleine Armee. Klein, aber fein. Dich wollte ich doch gar nicht. So, wie sieht's denn aus? 30% Abdeckung, das ist nicht die Welt. Da geht noch eine Brauerei dran. Da geht noch eine Brauerei dran. Wenn ich sie finden würde, dort. Die passt hier hinten nicht mehr vor. Dann kommt sie dahin. Wie gesagt, was soll da schon bei Waffen schief gehen? Da kommt hier direkt eine zweite Taverne zu. Und Mehl wird genug produziert jetzt wieder. Fein, fein, fein. Gucken wir mal kurz nach unserer Truppenbewegung. Mit denen schauen wir mal fix, wie weit diese Ballisten schießen. Ob wir hier unten sicher sind oder nicht. Okay, sind wir nicht. Always ready. Tell us what to do. We are on. You can count on us. So, dann müssen wir das hier gerade mal ein bisschen umorganisieren. Das geht dann nicht. So, dann nehmen wir mal hier und bauen uns mal ein Triebwerk hier vorne hin.
always ready. Trebuchet ready, sir. So, wir kommen hier leider an nichts ran. Das war völlig sinnlos. Greifen wir da an. Bauen wir noch einen Treeborg, aber hier hin. Na gut. Ja, das ist ein bisschen unglücklich hier. Die Tunnelgräber kann ich da nicht vorschicken. Er muss erstmal die gegnerische Armee weg. So, wie schaut es aus? Greift mal brav hier oben an. Bewegen wir die mal lieber hier rüber, damit wir eine bessere Feuerposition haben. Bauen wir ein paar Ballisten zur Verteidigung. Die bewegen wir mal dorthin. So, okay. Mal kurz nachrekrutieren hier hinten. We stand ready. Recruits needed, sir. So, dann schnappen wir jetzt unsere Tunnelgräber. Und hoffen, dass wir irgendeinen hier anfangen können. Nope. Das wird wohl nix. Okay. Neue Strategie. Wir bauen uns Katapulte. Mit denen wir letztlich vorrücken werden. Greift mal da an. Wir brauchen nur eine Feuerposition da oben drauf. Nein, nicht rausgehen. Gott verdammt nochmal. So, ein Katapult haben wir schon verloren. Schauen wir mal, mit den Rittern können wir verhindern, dass danach gebaut wird. Das wäre schon mal was. Mal sehen, wie viele Ritter tatsächlich durchkommen. Ich glaube nicht die Welt, wenn es so weitergeht. Oh shit, alle unsere Katapulte sind kaputt. Okay, dann versuchen wir jetzt einen voll frontalen Ritterangriff.
versuchen wir mal die ganzen Katapulte und sowas wegzumachen. Vielleicht klappt das ja wenigstens. Oh oh. Das wird mal wahnsinnig eng. Ich nehme mal an, die gehen alle drauf. Das war ein Unglück. Okay, das müssen wir nochmal machen, weil nämlich das Problem war, dass er die ganze Zeit nachbauen konnte. Weil meine Truppen nicht nah genug an der Burg dran waren, um zu verhindern, dass er ständig neue Mauern hochzieht. Das ist ein Problem. Wir können auf Trebuchets aus der Entfernung verzichten, die kriegen wir nicht hin. Wir müssen halt eben direkt vorgehen, das Feuer auf unsere Truppen ziehen. Und dann haben wir eine realistische Chance, dass das was wird. So, sammeln mal alles da vorne. Die ziehen wir auch mal vor. Ach, die weichen Truppen hier sind zu schnell. Dann stellen wir die erstmal hierher. Schade aber auch. Das sah so gut aus für einen Moment. Holen wir uns noch mehr Ingenieure. Einfach nur, dass wir da am Ende nicht irgendwie in die Bredouille kommen. Und holen uns noch ein bisschen Gold. So. Okay. Ihr dürft euch dann jetzt auch bewegen. Und ihr auch. Gucken wir mal, ob wir das jetzt besser hinbekommen. We stand ready. Weapons needed, sire. We salute you. Das rücken wir auch einfach mal nach. My lead? Nicht die Kühe schlachten. Nicht doch. Ich kann doch nichts dafür. We await your order. For your honor! We are under attack. Our blades are keen. We see no root. Wichtig ist, dass die Onager nicht schießen können. So. Ha. So viel zu dem Thema. Dreck. Constructing siege equipment. Versuchen wir es mal. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Trebuchet ready, sir. Gott verdammt nochmal, er wechselt! Nein! Nicht doch. Constructing siege equipment. Trebuchet ready, sir. Calculating. Nein, das kommt jetzt schon wieder nicht mehr dahin. Das ist natürlich schwerst zum Kotzen. Set us a task. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Alles nur Kanonenfutter, was da gerade stirbt. Bis wir in der Lage sind, diesen Turm da oben einzureißen. Aber mein Kanonenfutter stirbt schnell! Ja, wo? Kümmert euch! Trebuchet
Whenever she ready, sir. Calculating. Genau. Zieht ihr mal sinnlos das Feuer auf euch. Das passt schon. Genau. Machen wir das mal so. Ja, aber so richtig viel besser wird das hier gerade nicht. So, die bewegen wir jetzt mal alle dorthin. Wobei, nein. Nein, erst sammeln. Wenn die da so reintröpfeln, haben wir ja nichts von. Sind da keine Ingenieure drin? Wieso ist der eine denn ausgestiegen? Hä? Was ist das denn? Wieso steigen die nicht ein? Steigen einfach nicht ein. Okay, dann schnappen wir uns jetzt die alle. Bewegen die hier vor. Dann schnappen wir uns jetzt die Katapulte, bewegen die hier hin. Und versuchen hier drüben eine Bresche irgendwie reinzureißen. Oder hier, wenn wir den Turm weg haben, ist nicht mehr viel. Nein, bewegt euch noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und auf den Turm. Go! Oh, oh, oh. Das sieht bitter aus. Ganz bitter. Was denn? Feuer auch noch. Achso, meine Katapulte sind selbstverständlich wieder alle kaputt. Meine Ingenieure steigen selbstverständlich wieder nicht ein. Gott, verdammte Axt. Ernsthaft. Das klappt doch vorne und hinten nicht. Hm. Nope. Keine Chance. Ich versuch's mal mehr über diese Ecke hier. Es hat ansonsten keinen Wert. Es hat keinen Wert. Okay. Dann schnappen wir uns hier die komplette Armee. Stellen die hier drüben hin. In der Hoffnung, dass sie da nicht getroffen werden. Nehmen wir mal gerade die Ritter und prüfen das. Dann nehmen wir mal die 150 Armbrustschützen mit. Wird ja unser letzter Angriff. Also scheiß auf Verteidigung. Ganz ehrlich. So. Und hier stellen wir dann direkt Trebuchets hin. In der Hoffnung, dass wir damit auch irgendwas treffen, was im Entferntesten von Bedeutung ist. So, die Tundler nehmen wir auch mit. Nur für den Fall. Nur für den Fall der Fälle. So, Steine verticken. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn es noch nicht klappt, bleibt nur eins übrig. Größere Armee.
größere Armee. Aber ich nehme an, es ist sinnvoller, über diese Seite zu kommen, als hier unten so frontal. Okay, hier schießt es jetzt nicht mehr. Stellen wir die noch aus der Reichweite von den Bogenschützen da. Ich wollte alle haben. Gottverdammt nochmal. So, ihr könnt jetzt einfach mal euren Aggressionen freien Lauf lassen. Wieso bewegt ihr euch so rückwärts quasi? Warum lauft ihr plötzlich alle so scheiße langsam? Ah, zieht man das Feuer hier drüben wieder auf euch. Macht mal das. Dazu taugt ihr wenigstens, ihr Spinner. Au. Die schießen garantiert wieder auf irgendwelche Zivilisten zwischendrin, sinnloserweise. Wieso steigen die denn alle wieder aus? Also die sterben. Ja, naja. Oh. Also das hier funktioniert ganz gut. Wenn ich es denn noch schaffen würde, die zu beschützen. Vor Nahkampfangriffen. Eigentlich brauche ich hier nichts machen, bevor meine Ritter da sind. Ganz ehrlich, das ist ja voll der Witz hier. Bloß einer, über den niemand lacht. Also das mit den Trebuchets taugt. Holen wir uns nochmal schnell ein paar Ingenieure. Von hinten nach. A message from the wolf. Is there no one who will rid me of your caretaking presence? Kriegen wir den Turm ja auch nochmal kaputt vielleicht? Wer ist denn damit? Wenn auch nur einer von denen durchkommt, wäre das ja schon mal etwas. Wo bleiben meine Nachschubingenieure? Ah, Mist. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Message from the wolf. Damn you, boy. I revenge. We stand ready. My lord, sire. Rebashi ready, sir. Ja, weiter. Den Turm auch noch, bitte. Wenn wir schon dabei sind. Siege equipment. You need something built. Manning siege equipment needs doing. Manning siege equipment. Manning siege equipment. Das stirbt jetzt halt einiges, aber meine Güte. Nehmen wir die mal vor. Gemeinsam mit denen. Und damit hoffentlich reißen wir dann noch den Turm ein. A message from the wolf. Tell us what they do. A message from the wolf. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da drüben die Mauer einreißen.
Ich würde die gerne da hochschicken, alle, aber... Ja, den richtigen erwischt. Okay. Die schicken wir auch mal da rein, einfach so. Mal gucken, ob da genug Schwerter jetzt laufen oder nicht. Sind gerade ganz gut durch Gebäude geschützt. Insofern. Komm schon, bewegt euch! Auf! Ich würde sie so gerne da hochkommandieren. So, machen wir es so. Jetzt steht doch da nicht rum! Jawohl. Das war's. Das war's. Drei Angriffe hat's gebraucht. Und der Wolf war vernichtet geschlagen. Oh ja. Allerdings, Victory. Nice. Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt am Ende. So. With the rodents dead and the wolf gone for good, order is at last restored to the... So, und damit wäre die historische Kampagne von Stronghold Crusader abgeschlossen. Ich denke, wir haben hier ganz schön viel Zeit drinne verbracht und ich werde mich nicht auf irgendwelche anderen Sachen noch einlassen, wie irgendwie hier Crusader oder Castle Builder oder Custom Scenarios. Werden wir nicht machen. Wir sehen uns dementsprechend wieder bei Stronghold Legends. Also Stronghold 2 steht noch nicht an. Aber Stronghold 2 kommt noch, aber erst kommt noch, glaube ich, Stronghold Legends. Ich bin nicht ganz sicher. Das habe ich auch noch nie gespielt. Ich bin sehr gespannt. Also ich kannte ehrlich gesagt nur den ursprünglichen Teil Stronghold und hatte ihn geliebt. Also das war jetzt gerade meine erste Reise durch Crusader. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mit euch teilen zu dürfen. Ich hoffe, ihr schaut euch dann auch an, wenn es weitergeht mit Stronghold Legends. Und bis dahin. Viel Spaß noch mit allem anderen, was ich hier so mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.